Funktioniert klassische Pressearbeit auch noch in Zeiten von Facebook, Blog und Co.? Nicht nur Journalisten, vor allem Unternehmer suchen Antworten auf diese Frage. Bei einem Get-Together im Cineplex Kulmbach kommen sich beide Gattungen näher und erfahren Wissenswertes über das Thema Public Relations 2.0. Die Gemeinschaftsveranstaltung der IHK Oberfranken Bayreuth, der Akademie für neue Medien Kulmbach und der Werbeagentur Rieck und Partner aus Neudrossenfeld hat bei den gut 100 geladenen Gästen genau ins Schwarze getroffen. Unternehmer, Mitarbeiter aus der Führungsebene, PR-Verantwortliche aus den unterschiedlichen Branchen sind gekommen, um von hochkarätigen Referenten zu lernen. PR, logischerweise immer interessant, auch bei den vielen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, mal rauszubekommen, wo ist denn noch Werbung erfolgreich, wo weniger erfolgreich. Ich bin Pressesprecher vom Bauer Versand. Ich beschäftige mich also den ganzen Tag mit PR, mit Kommunikation, mit Social Media. Dafür spreche ich mir einen ganz direkten persönlichen Nutzen. Ich habe gesehen, dass es sehr interessante Sprecher sind und es ist vom Thema eigentlich auch genau der Bereich, den ich so betreue. Deshalb freue ich mich auf neue Impulse. Pressearbeit im Zeitalter von Facebook und Twitter, und ich bin gespannt auf die Informationen und die Tipps, die wir von den Experten bekommen, wie Unternehmen mit diesem Thema umgehen können. Hochgesetzte Erwartungen, die Martin Burger, Creative Director und Spezialist für Werte- und haltungsorientierte Markenkommunikation, Johann Pirtauer, Vorsitzender der Akademie für neue Medien und Chefredakteur der Frankenpost Hof, der Neuen Presse Coburg, sowie Dietmar Geiser, langjähriger Moderator von Sendungen wie Jetzt red i und ein Urgestein in der bayerischen TV-Landschaft mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, aber auch mit dem nötigen Know-how näher bringen. Aber wissen Sie, was jetzt passiert? Jetzt kommt das Team und rammt ihr Büro um. Die sagen, der Schreibtisch, der steht ja direkt vor dem Fenster, das können wir nicht machen, das Rückenlicht. Den Schreibtisch müssen wir auf Zeiten stellen. Ist Ihnen doch recht, gell? Ja, gut, stellen wir auf Zeiten. Und dann sagen, jetzt setzen Sie sich, jetzt wachsen die Bilder von Ihrer Familie hinten aus dem Hinterkopf raus. Können wir auch nicht machen. Also, gehen wir die Bilder auch weg. Sie werden immer nervöser und das Interview wird immer schlechter. Und damit genau das eben nicht passiert, gibt es Spezialisten, die helfen, mit solchen Situationen umzugehen. Denn PR ist mehr als nur Zahlen, Daten, Fakten. Die reißen niemanden vom Hocker, hartgesottene Journalisten schon lange nicht. Was braucht ein Unternehmer, wenn er Pressearbeit macht? Er braucht seine Persönlichkeit. Und deswegen war es mir wichtig, den Unternehmern und seinen Angestellten natürlich Mut zu ihrer Persönlichkeit zu machen. Und ein Stück weit nutzen an diesem Abend die Akteure selbst eben jene PR-Arbeit und verkaufen sich und ihre Produkte mit dem nötigen Nachdruck in Form von bewegten Bildern und natürlich auch verbal. Die Akademie für neue Medien bietet erstmals Fresh-Up-Seminare an. Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit ist ein wichtiges Segment in unserer Ausbildung an der Akademie. Ja, und ich hoffe, dass jetzt viele Unternehmer die Gelegenheit nutzen und Seminare bei uns buchen. Und damit die für ihre künftigen PR-Kampagnen die nötigen Regeln kennen oder gegebenenfalls auch brechen, stehen an diesem Abend Spezialisten Rede und Antwort. Das Thema Social Media und Public Relations ist ein sehr komplexes und uns ist es immer wichtig als Agentur erstmal die grundsätzlichen Fragen zu stellen und darauf die richtigen Antworten zu kriegen. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, der kann sich informieren bei der IHK für Oberfranken Bayreuth oder der Akademie für neue Medien Kulmbach.